1000 Zuschauer trotzten der Kälte und sahen die schwarz-gelben Dynamos überwiegend im Angriff. 13. Spielminute und das 1:0 für die Dresdner erzielte Dedic nach schöner Vorarbeit von Uali. Die Zwickauer, die ihre Winterpause erst Ende Februar beenden, agierten mit Neuzugang Oliver Genausch im Sturm, zeigten sich in der einen oder anderen Situation durchaus mutig mit Zug zum gegnerischen Tor. Ansonsten musste der Regionalligist viel in die Abwehrarbeit investieren gegen den Tabellenvorletzten der zweiten Liga. Zweite Halbzeit und Dynamos Neuzugang in der Winterpause. Vincenzo Grifo trifft zum 2:0. Knappe Stunde gespielt. Den Endstand zum 3:0 erzielte der eingewechselte Amin Audia kurz vor Schluss. Der algerische Nationalspieler ist allerdings in der Auftaktpartie nach der Winterpause bei Union Berlin in 10 Tagen aufgrund einer roten Karte gesperrt.